Hallo, im heutigen Video zeige ich euch, wie man dieses leckere Erdbeer-Tiramisu zubereitet, das auch eure Kinder essen können. Viel Spaß dabei! So, ihr braucht natürlich Mascarpone. Ich mache jetzt hier eine große Portion, deswegen nehme ich 500 Gramm, so einen ganzen großen Becher. Und dazu noch 500 Gramm Magerquark. Dann presst ihr eine halbe Orange aus und gebt ungefähr 4-5 Esslöffel von dem Orangensaft zu der Mascarpone-Quark-Mischung. Ihr könnt ja auch Zitronensaft nehmen, wenn ihr das lieber mögt. Dann etwas Vanillearoma und 4-5 Esslöffel von dem Xylit. Ihr könnt ja auch normalen Zucker nehmen. Ich nehme gerne Xylit, weil der eben ein bisschen gesünder ist. Und dann verrührt ihr das Ganze zu so einer cremigen Masse. Ich habe es mit dem Handrührgerät gemacht. Und dann geht's an die Erdbeeren. Ich habe jetzt hier sehr kleine Erdbeeren. Die waren zwar super lecker, aber ganz schön. Es hat ganz schön lange gedauert, die zu schneiden. Also wenn ihr große Erdbeeren findet, sind die auch völlig in Ordnung. Und dann ist es ein bisschen leichter, das Tiramisu nachher zu belegen. Dann schneidet ihr die Erdbeeren einfach so in Scheiben. So, Madame will natürlich was abhaben. Kriegt sie auch. Bitteschön. Und dann war erstmal wieder Ruhe. So, dann geht's an die Löffelbiskuit. Damit legt ihr so eine Form aus. Ich nehme hier so eine Glasform. Dazu habe ich auch einen Deckel. Dann kann ich das gleich so in den Kühlschrank packen und im Kühlschrank lagern, bis ich es serviere. Legt ihr einfach mit dem Löffelbiskuit aus. Und presst dann die andere Hälfte der Orange und beträufelt das Löffelbiskuit mit dem Orangensaft. Wenn ihr es jetzt nicht für Kinder macht, könnt ihr natürlich auch Orangenlikör nehmen oder einen anderen Alkohol, Kirschwasser oder so. Ich mache es halt so, dass es auch die Kinder essen können. Und dann gebt ihr die erste Schicht von der Mascarpone-Quarkmischung da drauf und streicht die glatt. Und dann belegt ihr es mit den Erdbeeren. Wenn ihr große Erdbeeren habt, würde ich die immer so eins hoch, eins runterlegen. Das ist so wie zwei Dreiecke ineinander greifen. Dann passen mehr Erdbeeren rauf und es sieht ein bisschen hübscher aus. Aber bei den kleinen war es jetzt ja eigentlich egal. Dann kommt die nächste Schicht Löffelbiskuit. Die drücke ich so ein bisschen fest, damit wirklich alle Lücken auch geschlossen sind. Und gebe dann wieder den Orangensaft drüber. Dann wieder die Mascarpone-Creme. Und die auch wieder schön glatt streichen. Und dann kommt die letzte Schicht Erdbeeren obendrauf. Und auch hier, wenn ihr die irgendwie schön hinlegt, dann sieht es natürlich hübscher aus, aber muss nicht sein. So sieht es auch hübsch aus, finde ich. Und dann war es das auch schon. Super lecker, was ganz Frisches so für den Sommer. Ist auch bei den Kindern wirklich ein Renner. Ich habe es für den Kindergarten meines Sohnes gemacht und die wollten das jetzt zum Sommerfest gleich nochmal haben. Ja, das war's von mir. Die Kleine sagt auch Tschüss und dann sehen wir uns im nächsten Video.